Willkommen zurück zu Skyforge, der Open Beta. Ich habe ein bisschen Hilfe aus dem Forum bekommen. Oh, warte. Jetzt machen wir so. Klickt jetzt auf die Brüste von Jacqueline und ihr gelangt zu dem Video. Das ist übrigens nicht öffentlich. Ihr gelangt dann zu dem Video, wo ich ein bisschen was über das Forum erzähle, wer mir geholfen hat, wer nicht und ja, wie mich das aufgeregt hat. Wir machen jetzt weiter mit dem regulären Let's Play. Wir müssen mit Marcus reden. There any news? What did Iana say? That's quite a surprise. Didn't expect that from her. But why? Our duty is to help. We can't leave one of our own in danger. Ja, denke ich auch. Übrigens, diese Hilfsquest, die ich hatte, wo es hieß mit B drücken und dann auf Kombinieren klicken, war was anderes. If there's even the smallest chance we can get Laertes out of this awful mess, then we have to take it. Klar. I talked to him myself. I looked him right square in the eye. I believe him. Imagine if you were him. Called a traitor, deserted by all, hunted like an animal. Someone must show some compassion and get to the truth. If Iana gets to him before we do, she'll utterly destroy him. Seriously, why should we listen to her? Forget her. All immortals are equal. Vielleicht bist ja auch du der Verräter. Wer weiß, immerhin hältst du ja zu dem, der andere umbringt. Aber angeblich ist ja der andere umbringt ja nur unter Kontrolle von jemand anderem. Vielleicht unter deiner Kontrolle? Wir wissen. Ist das schon wieder? Warte mal. Ach nee, jetzt muss ich wieder ins Alienet gehen. So, langweilig. Eindeutige Beweise. So, ich zeig nochmal kurz, was das war. Stellt euch vor, da steht jetzt wieder die Meldung. Drücke B, markierte Fenster klicken und dann auf Kombinieren drücken. Ist zwar nämlich nicht das, sondern wir sind weg. Okay, dann tun wir mal so, als wäre das bei Verbesserungsstein Rang 1. Hier war ein Ausrufezeichen, so 1. Dann habe ich da nicht mit Link. Da stand Linksklick, ne? Ich muss Rechtsklick machen und dann auf Verbinden. Dann haben sich 3 zu 1 verbunden und die Quest war damit erfüllt. Das seht ihr auch in dem Video, dass ihr durch das Klicken auf die Brüste von Jacqueline erreicht. Halt nochmal zurückspulen. So. Dahin? Aber bitte schick mich nicht schon wieder in ein Gebiet, wo ich schon war. Das ist doof. Also es ging da auch um das Thema, wie ich das Reittier bekomme. Und ich habe sehr viele Ideen bekommen, die ich schon hatte. Also eigentlich genau diese eine, das ist mit der Folgequest, dass die Hilfs- und Tutorial-Quests kommt. Da wollte ich schon immer mal hin. Was? Schwierigkeit unmöglich? Wollt ihr mich verarschen? Ha, egal. Nichts ist unmöglich. Ich fahr Toyota. Ja, jedenfalls hieß es da in dem Forum auch nur, möglicherweise, wenn du die Folgequest der Hilfsquest abschließt, wird das halt kommen. Und es hieß auch, wie es halt in der Tastaturbelegung steht, J gedrückt halten, beziehungsweise Steuerung und J. Kommt aber nichts, ne? Y ist es nicht? Nein. Das ist so ein... Da ist es! Das ist gut. Ist das ein Rasenmäher? Oh Gott. Oh nein, er ist tot! Egal. Wir machen nochmal weiter. Und ich habe immer noch kein Reittier, keinen Mount und hoch. Bäh, ihr scheißt auf die... Oh, Tablets. Das ist ein alter Tablet-Computer und er sieht recht mitgenommen aus. Möglicherweise enthält er wertvolle Informationen. Es wäre also nicht schlecht mit Flavius. Ich will nicht zu Flavius. Flavius ist ein doofes Arschloch. Ich mag ihn nicht. Ich drücke einfach F und erhalte ein kleines Funkenrip. Boah Gott, ey, ich muss echt mal... Wieso können nicht einfach automatisch aktiviert werden? Ich muss diesen Ort nicht machen, ne? Ich probiere einfach mal aus, wie gut ich hier an den ankomme. Oh nein, die sind ja so stark. Soll ich den Ort jetzt mal abschließen? Ich meine auch, jetzt stand unmöglich. Es ist total möglich. Gucken einfach mal. Ah, der Dungeon hat jetzt eine geht zu Größe. Ich mache diesen Dungeon einfach, okay? Weil da gibt es ja Punkte 4 und vielleicht sogar Ausrüstung, die ich gut gebrauchen kann. Das spricht überhaupt nichts dagegen, das mitzunehmen, ne?
Guck mal, so stark sind die nicht. Ich weiß nicht, viel stärker als die vorigen Gegner auch. Weil das klingt die ganze Zeit so, als ob die Viecher mich noch ganz umschwirren würden. Was ist das die hier? Kann ich da rausspringen? Da und tot. Tot. Bäh. Keine Stadtreinigung ist schon tot. So. Nein, nein. Ah, egal. Es ist nicht der Boss. So. Da ist ein kleiner Boss und ich... So. Hallo. Bist du der Boss? Ich glaube ja, ne? Ich mache jetzt mal deinen Müllton kaputt, ja? Die ignoriert mich. Au. Alter. Sei mal ein bisschen freundlicher zu der Dame hier. Warte, ich muss... Der Schaden. War das X? Das war X. So, jetzt darf ich dich angreifen. Mein Freund. Ich habe keine Angst vor... Käfern. Das heißt nicht, dass ich sie gut finde, ja? Ja, wirklich unmöglich, dieser Dungeon. Ich komme gar nicht klar. Den Feuer fand ich schwerer. Oder ich bin einfach nur gewohnt, dass ich halt auf diesem Niveau halt spielen muss, auch wenn ich das nicht für gerade hoch finde. Bäh. Stirb! Dann halt jetzt. Ich finde die Kämpfe voll nicht spannend, ganz ehrlich. Okay, welcher MMO-Kampf ist schon spannend, ne? Invidictus, wenn ich das hieß. Da war der Kampf spannend. Aber ich glaube, es gibt kein anderes Spiel, das so ist wie Invidictus oder Invidictus. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob das Spiel noch existiert. Auf jeden Fall hat man da echt den geilsten Kampfmodus, den es gibt. Kommt kein Spiel dran an. So, jetzt aber. Hier, die haust auch noch raus. Und. Rotzt mich wieder an. Das ist eklig und unhygienisch, Junge. Das ist... Deine Mutter hat nie beigebracht, dass man andere nicht anrotzt. Oh. 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 Da drin. 32, 38, 30, 22. Oh, da drin. Das riecht gut. So. Au. Achso, der wird kontrolliert. Ich hab's jetzt gerade gewehrt. Thank you. Try to save the others. Er hat sich gewehrt, er wurde trotzdem kontrolliert. Hier können wir was skillen, und zwar Glück. Das gibt auch schon? Nicht. Ich muss schon sagen, ne, die Designentscheidungen von den Automobilherstellern. Kein Wunder, dass das Modell keinen Erfolg hatte. Bäm und bäm und... Warte. Okay. Brauch ich nicht. Wer ist Gegenstände am Arsch? So, die noch an und... Die surfen über den Boden. So, der ist tot. Neuer Stab. Ich hab gesagt, es lohnt sich, dieses Gebiet doch noch zu machen.
Okay. Aber der hat halt keinen Bonus. Nein, der hat auch keinen Bonus, das ist egal. Hallo? Telefon! Hallo? Und tot. Und jeder droppt was, auch schön. Ein Funken der Gnade. Ich wusste gar nicht, dass Funken der Gnade in Itemboxen drin sind. Hallo, Telefon! Geh mal da dran. Oh Gott, so viele. Ich verstehe auch nicht, warum du nicht ans Telefon dran gehst. Gott, der Anruf ist für dich. Hallo, Kyris. Hast du hier auch Mülltonnen? Nein, okay, dann brutzle ich dich jetzt einfach. War natürlich klar, dass du wieder rein zu vielleicht 10. Autsch! Alter, kommt direkt mit Hilfe. Was für ein Feigling. Ja, mein Freund, ich hab keine Angst vor dir. Ist auch nicht so, als hätte ich Angst nötig bei dir. Jetzt holt dir wieder Hilfe, ey. Was ist los? Achso, ich darf dich natürlich erst dann töten, wenn all deine Minions tot sind, oder wie? Was ist los? Boah, du bremst den ganzen Spielfluss hier aus. Jetzt aber. Boah, geht doch. Warte, ich gehe mal zu denen hier. Und noch einer. Genau. Jetzt mache ich wieder diesen Mist. Ah gut, macht er nicht. Ja, wir alle sind mit der Gesamtsituation unzufrieden, aber deswegen müssen wir nicht so ausrasten. Komm her. Du willst nur noch 3 Lebensenergie leisten. Ihr dürftet ruhig mal ein bisschen schneller sterben. Ich weiß nie, was ich sagen soll, weil die so einen langen Kampf sehen. Die so langatmig sind. Stirb! Gott! neuer Ring. Und der scheint sogar ganz gute Werte zu haben. Da. Nein, da. Da meine ich. Natürlich machst du jetzt den Schwächsten weg. Sehr schön. Das war noch nicht der Boss. Sind das viele. Okay. Aber nicht viel Starkes. Alles nur. Jetzt können wir gar nicht so viele AOEs machen. Ja, ich hau auch die weg, die an der Seite sind, einfach der Vollständigkeit halber. Wieso seid ihr so stark? Mein Gott. Stirb, Mann. Thank you. Try to save the others. Ist nach der Hälfte immer schon tot, ne? Ah, ich dachte, das wäre das Ende. Okay, ist es nicht.
haltet mir zu viel aus, aber ihr seid ja eh nach einer Hälfte schon. Genau das. Achso, ein paar sind leicht und ein paar nicht. Oder wie? Stirb, ich habe einen Ring, den ich haben möchte. Das war gleich zwei. Hat sich richtig gelohnt. So. Wir haben immer noch keine 1200 Prestige. Mein Gott, das dauert ja lange. Gleich. Es fehlt nur noch ein bisschen. Was, dann kann ich einen Skill skillen. Und dann sollte ich auch bald da sein, wo ich hin möchte. Nämlich dahin, wo man die Box öffnen kann. So, was mit hier? Man kann die auch nicht immer vernichten, ne? Ich weiß gar nicht, was die Bedingungen dafür sind. Da ist es. Der nächste Skill. Erhöht den Basisschaden. Ah, oh, noch 12 Punkte. Und sie sind weg. Das könnte der Boss sein. Aber euch möchte ich auch gerne töten. Weil ihr immer Ringe droppt. Das finde ich echt schön von euch. Und ein Stab. Ist der besser? Ist gleich, ne? Ja. Nicht so gut, weil wenn er keine Werte hat, wie Geist plus oder Stärke plus brauchst du nicht. So kann ich ihn aber zerlegen. Ah, da liegt mal was. Oh, ich hoffe, du bist nicht so anstrengend wie die anderen. Na, du wirst garantiert so anstrengend sein wie die anderen. Hallo, du Hübsche. Du hast auch keine 5000 HP. Weil wieder Arzt ohne Ende. Und du bist Fernkampf. Aber Schaden machst du keinen. Arzt? Kein Arzt, okay. Deine Kampfmechanik ist also dieselbe wie bei jedem anderen 0815 Boss. Einfach drauf. Ein bisschen fester. Nur halt, dass du noch Arzt beschwörst. So. Jetzt kannst du MP weghauen und dann kann ich nochmal weitergehen. Na, ich weiter drauf. Nein, nein, nein! Oh Gott. Was? Also ich soll nicht angreifen, wenn die ein Schild oben hat, weil sie sich selbst dann... Weil die den Schaden reflektiert. Hast du richtig verstanden? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was die Alte gesagt hat. Die falsche GLaDOS. Ich kann ja auf Escape drücken, dann kommt keine Information. Krieg doch mal Schaden. Oh. Kann es sein, dass das so eine Art auf... Ich hätte es lesen müssen, ich weiß. Jetzt habe ich wieder auch nur Mutmaßungen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube fast, das war so eine Art Aufladeangriff, den die... der ihren Angriff stärker macht, wenn ich die angreife in der Zeit, ne? Oh. Und das war's. Oh, leer. Sag bye bye zurück, Königin. Ey, jetzt aber. Hat er sich nochmal geheilt? Dummes Vieh. Ein Knauf. Besten Dank. So, haben wir jetzt. Wir haben die 1200. Ich darf jetzt erstmal die Belohnung kassieren. Und die Folge ist auch schon wieder vorbei.
keinen Premium-Status kaufen, wir akzeptieren, was wir bekommen haben. Na, wenn ich jetzt mal zu Flavius gehe, dann wird sie mich nur voll quatschen. Ich werde in der nächsten Folge zu Flavius gehen, weil ich einfach keine Lust habe. Wieder so auf extrem Überlänge, dann machen wir einfach, wir holen uns dann seine Quest ab. Ich gehe noch zu ihm hin und danach können wir direkt ins nächste Gebiet gehen. So, wir können aber den hier aufmachen. Was haben wir bekommen? Wahrscheinlich nichts Besonderes, ne? Dann zerlege ich kurz den ganzen Kram hier. So, kurz die Ausrüstung gucken, ob ich das verbessern kann. Zum Beispiel die Ringe. So. Wieder ein bisschen besser. Mit 5 Punkten mehr. Jetzt schläft mir mein Arm ein. Oh nee. Forschungszentrum. Wieso schläft mir so ein Arm ein? Oh Gott. Hallo Flavius, ich will möchte nicht mit dir sprechen. Darum würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, hilft mir das am besten, wenn ihr ein Like gebt, Kommentare schreibt und den Kanal abonniert. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal zu Skyforge, der Open Beta. Bis dann, macht's gut. Ciao.